Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Tipps und Tricks. Heute möchte ich euch zeigen, wie man mit wenigen Schritten so ein Logo erstellen kann für einen Malereibetrieb. Ja, beginnen wir gleich mit einem neuen Dokument. Ich gehe mal her und nehme da diese Rechtecke und Quadrate erstellen. Dieses Inkscape-Programm ist für die, die es nicht wissen, ein Gratis-Programm, kann man es völlig legal im Internet runterladen. Also das Erstellen eines Logos, das kostet außer ein bisschen Zeit nichts. Verwendet aber bitte den Originallink, den ich unten in der Beschreibung angegeben habe. Denn sonst kann es euch passieren, dass ihr irgendwelche Viren oder sonst mit herunterladet. Deshalb bitte immer direkt über den Anbieter, also Inkscape, direkt das Programm runterladen und dann eben installieren. Gut, wenn wir das haben, dann haben wir eben dieses Rechteck hier gezeichnet und das möchte ich jetzt gleich einmal so noch zweimal duplizieren. Das ist dann Geschmackssache, wie breit und wie hoch ihr das haben wollt. Ich lasse das einmal so, sage STRG D und gehe auf die Steuerungstaste und ziehe das mit der gedrückten linken Maustaste ein bisschen nach rechts. Duplizieren kann man auch bearbeiten und duplizieren. Ich mache das immer mit dem Kürzel STRG plus D. Da bin ich um einige schneller. So, und das mache ich das gleiche noch einmal, STRG D, gehe wieder auf die Steuerungstaste. Warum? Weil sonst habe ich da das Problem, dass ich da irgendwo auf der Fläche herumfahre. Das will ich nicht. So, wenn ich so einen Fehler gemacht habe, sage ich STRG Z, alternativ bearbeiten rückgängig. Ja, ich arbeite gern mit den Tastaturkürzeln, weil das einfach die Arbeitsschritte, die Arbeit immens erleichtert und verkürzt. Und wenn man die einmal weiß, dann hat man wirklich viel Zeit gewonnen. So, jetzt markiere ich diese drei Rechtecke und möchte, so, tue das jetzt ein bisschen übertreiben, so, den setzen wir daher und das ist so circa. Ich möchte auch, dass die Abstände natürlich gleich sind, markiere diese drei und sage Objekt ausrichten und verteilen. So, und jetzt scheint hier im Normalfall dieses Kastel auf. Ich habe da diese drei nebeneinander, markiere die, das ist wichtig, dass die drei markiert sind und jetzt kann ich die gleichmäßig Objektmittelpunkt horizontal gleichmäßig verteilen. So, und jetzt sind die jetzt gleichmäßig verteilt. Das ist natürlich ein viel zu weiter Abstand. Ich wollte es absichtlich ein bisschen übertreiben, damit ihr seht, was ich meine. So, gut, markiere noch einmal und jetzt mache ich das gleiche noch einmal. Objektmittelpunkt horizontal gleichmäßig verteilen. Okay, jetzt gehe ich her und sage Pfad, Objekt im Pfad umwandeln. Okay, ich lasse die drei markiert und nehme jetzt statt dieses Objekt auswählen Werkzeug das zweite bearbeiten der Knoten oder der Anfasser. Okay, jetzt ändert sich dieses Bild. Ihr seht hier diese kleinen Quadrate, die sich da oben an den Ecken zusammengetan haben und jetzt habe ich eben dieses Werkzeug, dieses zweite Werkzeug ausgewählt, markiere diese vier, drücke die Steuerungstaste und schnapp mir da einen dieser Quadrate und ziehe das eben so weit nach rechts, soweit ich das gerne hätte. Ja, dann nehme ich wieder unser Objekte auswählen Werkzeug, tippe es da irgendwo hin. So, jetzt muss ich nachschauen, was für Farben habe ich da eigentlich verwendet. Ihr seht, Rot, Gelb und Blau habe ich da genommen. Rot kann man da unten dann aussuchen. Hier seht ihr die Farben, die ihr verwenden könnt. Ein schönes Rot. Dann nehmen wir da ein Gelb. Und das Blau können wir lassen. So, wenn ihr voreingestellt habt, das kann nämlich sein, dass ihr voreingestellt habt, da eine Kontur, die wir jetzt auch ein bisschen übertrieben darstellen. Objektfüllung und Kontur. Und da geht es auf Muster der Kontur.
Das seht ihr. Ich fahre jetzt ein bisschen nach oben. Übertreibe das Ganze ein bisschen. So. Und es kann jetzt sein, dass ihr von Haus aus so eine Kontur eingestellt habt und dass ihr die eventuell gar nicht wollt. Erstens könnt ihr hier die Kontur ändern, also die Stärke. Und zweitens, diese Kontur möchte ich jetzt gar nicht haben. Und entweder stellt ihr jetzt auf 0 oder ich mache das ganz schnell wieder da unten mit diesen Farbcodes. Allerdings muss ich zuerst die Shift-Taste drücken und dann drücke ich dieses XL und dann sind diese Umrandungen verschwunden. Okay, soweit, so gut. Und jetzt kann man schon hergehen und sagen, ich möchte jetzt den Firmennamen eintragen und schreibe dahin Malerei Müller. So, das ist jetzt eine Minischrift. Wenn die Schrift zu klein ist, ich habe das jetzt einmal hingeschrieben, drücke die Steuerungstaste, schnapp mal da unten diesen Pfeil mit der gedrückten Steuerungstaste. Ohne gedrückte Steuerungstaste habe ich ja dann dieses Problem. Steuerung Z. So. Jetzt kann ich eben hergehen und sagen, ja, das passt mal gut oder es passt mal auch nicht. Das ist jetzt Geschmackssache. Das besser lässerlich wird so sein, wenn man das da unten hingibt. Manche sagen, ich möchte das mitten in den Farben haben. Und dann ist es vielleicht gescheiter, wenn sie das von dem Farben ein bisschen abhebt. Und dann sollte man vielleicht, wenn man das möchte, der Schrift eine Kontur hinzugeben. Und da macht man wieder das Gleiche. Ich drücke die Shift-Taste und in dem Fall weiß. So, und das ist jetzt um einiges zu stark. Wir haben da Füllung und Kontur ja schon eingeblendet. Muster der Kontur. Und da fahre ich jetzt ein bisschen nach unten, bis ich sage, ja, das ist okay. Und die Schriften sollte man vielleicht auch ändern. Das ist keine optimale Schrift zum Lesen, weil man muss bedenken, das möchte man dann auch am Auto haben. So. Arial vielleicht. Probieren wir uns das aus. Und dann nehmen wir das ein bisschen fetter. Das Bold Malerei Müller. So, jetzt schaut das schon ein bisschen besser aus. So hebt sich das ein bisschen von der Farbe ab. Ich würde es eher allerdings da unten hinsetzen. Malerei Müller. Dann Komma, wenn man das gleiche behalten will, sage ich Steuerung D, die gleiche Art der Schrift behalten will. Fahr dann nach unten und ändere mal einfach den Text GmbH zum Beispiel. So, drücke wieder die Steuerungstaste, machen wir das ein bisschen kleiner. GmbH muss man nicht ewig groß lesen. Und dann kann ich das noch einmal. Steuerung D, gehe wieder nach unten und schreibe dann www.müller.com. So, ein bisschen Werbung noch vielleicht dazu. Kann man dann da oben hinsetzen. Optimaler vielleicht so. Ihr seht, ihr könnt es dann herumspielen, so wie es braucht. Und dann müsst ihr das Ganze noch exportieren. Ihr sagt, ja, so bin ich zufrieden, das möchte ich jetzt haben und dann müsst ihr das Ganze noch exportieren. Ich markiere dazu, erstens einmal soll das alles im Pfade sein, weil wenn ihr das drucken wollt, haben die meisten Druckereien keine Freude, wenn ihr Schriften dann sendet. Jetzt könnt ihr das noch ändern. Jetzt ist Schrift noch Schrift. Ich demonstriere euch das kurz. Ihr könnt jetzt noch die Buchstaben ändern. Machen wir da ein Z hin einmal. Ja, ihr seht, ist möglich. Aber wenn ihr das jetzt im Pfade dann umgewandelt habt, so, Pfad, Objekt im Pfad umwandeln, freut sich zwar die Druckerei, aber wenn ihr jetzt irgendeinen Tippfehler drinnen habt, dann geht da nichts mehr, weil das sind jetzt einfach Pfade, nichts anderes wie diese Rechtecke da unten. So, für unser Auge natürlich als Schrift erkennbar. So, jetzt markiere ich alles. Entweder gruppiere ich das und sage Steuerung G wie Gustav.
Jetzt habe ich das gruppiert und kann nichts mehr passieren. Kann das natürlich auch wieder entgruppieren, wenn es dieses Wort gibt. Objektgruppierung aufheben. Passt. Ich lasse das jetzt einmal gruppiert und sage, ich möchte das Ganze exportieren als Bild und gehe dann daher, sage, damit ihr das einmal seht überhaupt, so wie ich, Datei PNG exportieren. So, jetzt solltet ihr dieses Bild im Exportbereich haben. Jetzt ist das ein bisschen eigenartig gemacht bei Inkscape, muss ich zugeben, weil exportieren alles, da passiert einmal gar nichts. Jetzt gehe ich mal da auf Desktop, damit ihr das dann auch wieder anfindet und schreibt dahin Malerei Logo, sagt dann speichern und jetzt den Fehler machen manche, habe ich am Anfang auch gemacht, man glaubt, es ist bereits abgespeichert, aber da ist noch gar nichts passiert, denn jetzt muss man erst mit dem markierten hier auf exportieren gehen. Hier mache ich einen Haken rein, alle außer ausgewählte verstecken, weil wenn ich hier jetzt noch irgendwelche Sachen liegen habe, Schriften, irgendwelche Rechtecke, dann exportiert er das nicht mit und ich will dann wirklich nur dieses Logo haben. So, jetzt exportieren. Okay, das habe ich jetzt wirklich ein bisschen übertrieben mit der Größe, 23.000 Pixel. Macht aber nichts. Es ist eine Vektorgrafik, also sprich verlustfrei. Da könnte ich jetzt oben die Größe natürlich, das machen wir jetzt gerne noch einmal, die Formate bleiben erhalten. Also ich schreibe da oben jetzt zum Beispiel ein 7000. Zack. 7000 mal 4500. So, und jetzt exportiere das Ganze noch einmal. Malerei Logo. Und sag ersetzen. So, jetzt geht das schon ein bisschen schneller. Jetzt gehe ich hier auf Desktop und Malerei Logo. So, und ihr seht, wunderbar, habt ihr schon euer eigenes Logo. Ja, ich würde mich freuen, wenn ich euch helfen habe können, wenn es mir einen Daumen nach oben gibt, wenn es mir ein Abo da lasst, die Glocke vielleicht aktiviert, dann kriegt ihr immer Benachrichtigungen, wenn ihr wieder mal ein neues Video hochlade. So bleibt mir einmal Danke zu sagen und danke fürs Zuschauen, danke für eure Zeit. Ich hoffe, ich habe euch weiterhelfen können. Bis zum nächsten Mal. Servus, Baba und auf Wiedersehen.